Eure Aufgabe ist es zu erkennen, was stellen die euch für einen Job. Wenn du den Ball bekommst, kannst du Folgendes machen, hast du folgende Möglichkeiten. Entweder sofort in die Schlagwurfauslage. Was machst du? Schlagwurfblock, genau. Ja, du machst den Schlagwurfblock. Du stehst auf der Hand, du stehst oben, hier unten, je nachdem, die richtige Technik aussuchen. Du kannst sofort in den Sprung gehen. Entsprechend, was wir vorhin gemacht haben. Oder du kannst Ballannahme, Pass zeigen. Oder du kannst, vierte Aufgabe, Ballannahme, 1 gegen 1. Ich will nur sehen, dass ihr erkennt, was hier kommt. Der Ball, ihr passt, die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Dein Job ist 1 gegen 1 gegen die alle. Ja, du bist vorne Mitte, musst 1 gegen 1 spielen. Und du hast 2 Aufgaben gleichzeitig. Das heißt, du konzentrierst dich aufs 1 gegen 1, du kommst aus dem Prellen. Aus dem Prellen, ihr könnt mit Doppelpass, ist mir scheißegal, Hauptsache ihr fangt hier an, spielt ein 1 gegen 1. Und gleichzeitig sollst du versuchen, wenn du die Chance hast, wenn du merkst, okay, der geht einen Schritt zurück oder der hat, dann sollst du hier die Hand reinbringen. Ja, sollst du versuchen, hier diesen Pass mit zu attackieren. Du kannst auch, ja, der ist da hinten, den mache ich mit einer Hand, dann kannst du auch gleichzeitig das machen. Ja, auf geht's. Genau, zack, raus, reicht. Na, das reicht. Pommes sind genug. Ich will keine Schubsereien sehen, nur den Raum verteidigen. Nächster. Hopp. Wenn der hier hinten steht und du bist schon wieder da, wieso stehst du nicht im Passweg? Ja, sofort, Alter. Du hast die Aktion gespielt, Mann verwendet. Okay, dann bin ich hier. Dann bin ich hier. Jetzt kommt er. Alles klar, bin ich hier. Und dann gehe ich wieder hier hin. Ja, schneller. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Und weg, weg, weg. Komm, komm, komm. Passen! Passen! Zack, rausschieben. Gut, weg, weg, weg. Nächster. Fang an, fang an. Männer, was ist mit euch? Schneller, schneller, schneller hier hintereinander. Raus, reicht, reicht, reicht. Super, nächster, nächster, nächster. Gut, reicht. Nächster, nächster. Ich will keine Fouls sehen. Ich will nur sauber sehen, sauber. Und das, wenn du hier zugestellt hast, ist genug. Ja, du hast 2 Aufgaben. Nur, ja, Körper, Arme natürlich auch, aber bitte keine Klammeraktion. Und hier reicht. Ich brauche jetzt nicht, das brauche ich nicht. Sondern dann gehst du auf den Pass. Dann sofort auf den Pass. 2 Jobs. 1 gegen 1 und Pässe. Und ihr steht ein bisschen höher. Genau, bisschen höher, bisschen höher, bisschen höher. So, los geht's. Und du auch offensiv, komm. Schieben, schieben, reicht, reicht. Pass, 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 pass. Ja, sehr gut. Nächster, nächster, komm. Weg, weg, jetzt komm her, jetzt komm her, jetzt komm her. Stopp, 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 stopp. Du machst zu viel Pass. Bisschen zu viel Pass, bisschen mehr 1 gegen 1. Okay? Komm, nächster, nächster. Komm, jetzt, ja, jetzt hast du gewonnen. Jetzt hast du gewonnen. Pass und nächster. Jawohl, und ran. Super. Komm, vorwärts, vorwärts. Das reicht schon, das reicht schon. Weiter, 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 weiter. Jawohl. Schieben, gut. Stopp. Prima. Super, jawohl. Komm, weiter, weiter, weiter. Ah ja, nicht ganz so schnell, Jungs, nicht ganz so schnell. Nicht ganz so schnell. Wir fordern ihr ganz ordentlich hier. Komm, genau. Und los. Raus und nächster. Schräg, schräg, schräg. Super. Und nächster, komm. Prima. Dankeschön. Wir spielen 2 gegen 2. Keine Übergänge, Parallelstoß. Ja, zunächst mal Parallelstoß. Und dann in der Zeit gucken wir, ob wir Kreuzen einbauen. Aber erstmal nur Parallelstoß. 1 gegen 1 parallel. Und versuchen von 2 gegen 2 auf 1 gegen 0 zu kommen. Ja? Ist gut? Alles gut? Weiter. Nächster. Gut. Ballen. Okay, weg ist er. Weg ist er. Nächster. Entscheidung. Position. Wenn der ins 1 gegen 1 geht, wieder Schrägstellung. Ja, du stehst sehr parallel jetzt, dann ist der Passweg relativ einfach. Wenn du so stehst, kannst du genauso gut helfen, aber der Pass ist viel schwieriger. Er muss viel mehr gucken, kann ich den spielen oder nicht? Und du hast eine Hand, genau das, was wir gerade gemacht haben, hast du eine Hand hier drin.
Oh, da sollen wir mal den Arm blockieren. Komm, nächster. Komm. Aha. Lothar, du bist aber aufmerksam jetzt so. Meine Herren. Sehr gut. Gut. Genau das habe ich gemeint. Sauber. Ja, zumachen da. Gutes 1-1. Hey, ganz egal. Gute Position. Der Pass ist schwierig und ich würde ihm auch vertrauen. Ja, dass er das schafft. Gut gemacht. Jetzt nehmen wir Kreuzbewegung mit dazu. Und ihr löst die Kreuzbewegung so, wie ihr das seht, wie ihr meint, dass es richtig ist. Ja? Auf geht's. Brauchen wir nicht kreuzen. Komm, Jungs. Linke Schulter vor. Biete ihm eine gute Bewegung. Linke Schulter vor. Komm. Der Weg zur Mitte muss zu sein. Gut so. Schulter. Da auch. Rechte Schulter vor. Links hin. Ein bisschen die rechte Schulter vor. Komm. Das war korrekt. So. Kreuzbewegung haben Sie vorher versucht zu lösen. Übergabe, Übernahme, so wie es im Buch steht. Ja, klar. Die Anweisung war jetzt, wenn der Spieler, das Problem bei Kreuzbewegung ist ja immer, wenn der Trainer sagt, ihr müsst kreuzen, damit ihr zum Erfolg kommt, dann wird gekreuzt. Also eigentlich wird ein Positionswechsel gemacht. Wenn das nicht wirklich torgefährlich ist, wenn er keinen Vorteil holt, ist das eine Riesenchance für die Abwehr, Druck zu machen. Wir haben gerade eine Bewegung gehabt, die sah so aus. Du hast es voll geschafft, ja? So, und er will jetzt Übergabe-Übernahme spielen. Gesagt habe ich ihm, wenn das so ist, ohne alles, was habe ich gesagt? Raus. Ja, geh hin, bitte, damit es alle sehen. Weil jetzt hat er keinen mehr zum Anspielen. Jetzt gibt es hier ein Problem. Und wenn er das sieht, Kontakt weg, dann steht er hier. Ja, das ist die Chance, an den Ball zu kommen, einen technischen Fehler zu provozieren. Also, Kreuzen nicht zu lösen durch ein 2 gegen 2 Übergabe-Übernahme, sondern durch 2 gegen 2 reduziert auf 1 gegen 1. Immer abhängig davon, wie gut ist der erste Zweikampf vom Verteidiger. Beobachten, entscheiden. Auf geht's. Wer hat wen? Entscheiden. Ihr müsst ein bisschen miteinander sprechen, Jungs. Versuche ein Signal zu geben. Ball raus, nächster. Ah, in der Passhand stehen. Gut, nächster. Macht nichts, aber die Entscheidung war gut. Entscheidung war gut jetzt. Komm, nächster. Machen wir eine Kreuzbewegung? Jawohl, prima! Reicht, da kriegen wir einen Freiwurf. Gut so. Harter. Offensiv. Sehr gut. Da ist Freiwurf. Sehr gut. Jawohl. Schräg stehen. Ah, oh, gute Bewegung. Reicht. Hey, hier ist Schluss. Hast du schon gewonnen? Einer von euch hat relativ wenig oder ein bisschen weniger, der nicht gerade im 1 gegen 1 ist, der muss seinen Mann beobachten und kann den Pass attackieren. Ihr passt wieder. Wer nicht im 1 gegen 1 ist, diesen Pass attackieren und gleichzeitig beobachten. Entscheidung treffen, zum Kreuz helfen oder Press. Weiter. Hoch! Männer, wenn da einer im Zweikampf ist, hoch! Weg! Reicht doch schon. Hast du schon gewonnen? Nächster. Linke Schulter! Prima! Was ist mit den Pässen? Und stehen. Was ist mit Offensiv? Reicht. Hast du schon gewonnen. Das reicht schon. Nächster. Pässe. So, Zweikampf. Vorwärts! Reicht, genau. Nächster, wo sind die zwei? Hey! Gut. Ah, jetzt fehlt aber das Offensive ganz. Sehr gute Bewegung.
Angreifer, sehr gute Bewegung. Ah, gewonnen. Lass ihn los dann. Das reicht. Komm, nächster. Stopp mal. Sammeln wir uns nochmal. Einmal noch. Versucht nochmal, euch ganz genau zu konzentrieren. Wenn es geht, nehmen wir einen Pass. Das ist aber dritte Priorität. Erste Priorität ist die Entscheidung. 1 gegen 1 gewinnen, offensiv gehen oder defensiv. Also Übergabe, Übernahme oder offensiv. Das nochmal ganz klar zeigen. Entscheidung! Gut. Und noch ein. Letzter Ball. Ah, scheiße. War eine gute Chance, nach vorne zu gehen. Er hat eine super Position gehabt. Ja? Wie gesagt, Wechsel von Kreuzen auf Sperren absetzen. Sperren absetzen. Läuft so. Kreisläufer kommt vor, stellt die Sperre. Rückraumspieler erkennt, welche Seite, geht daran vorbei. Ab jetzt 2 gegen 1. Ja, Entscheidung treffen, Wurf oder Anspiel für uns. Du bitte, oder Verteidiger, keine Aktion gegen den Kreisläufer. Aber 100% gegen Rückraum. Ja, Kreisläufer kann sich seine Position suchen, darf sich absetzen, mit Ball alles machen. Aber kein Körperkontakt mit dem Kreisläufer. Gegen Rückraumspieler ist alles erlaubt. Was ich jetzt sehen möchte von den Verteidigern, Element Passfalle. Wenn du siehst, der kommt hier und steht schon so, dann brauchen wir nicht mit dem Torwart rechnen, dann gehst du volle Pulle auf den Pass. Ja? Wenn du weißt, du kennst ja deine Jungs, der macht gerne mal ein Tor. Ich sage jetzt mal, der macht gerne mal einen Pass. So, wenn du das weißt, dann benutzt du das. Ja? Dann bietest du ihm vielleicht den Torwurf an und gehst auf den Block. Macht er ja sowieso gerne, also macht er das auch gerne. Kaputt ist er auch. Also spielt mit den Leuten. Ja? Aktiv sein, kreativ sein, versuchen, Fehler zu provozieren. Auf geht's. Keine Fouls, sondern Ballgewinne. Kein Kontakt mit dem Kreisläufer. Der Kreisläufer darf, der ist jetzt mal ausnahmsweise Free Agent, okay? Ausnahmsweise. Das ist ganz selten für den. Auf geht's, komm. Ja, das ist auch gut. So. Gut, nächster. Prima. Ich denke, du wirfst aufs Tor. Guter Pass, super Pass. Sehr gut. Das war eine Finte. Prima. Zu passiv. Zu passiv. Du machst eine Sache. Okay, der kommt, zack. Das schaffe ich auch noch. Ja? Mach mehr, Attacke, 3, 4, 5 Bewegungen. Ja? Du kannst gegen ihn alles machen. Du kannst körperlich sein, du kannst Täuschungen machen, du kannst alles machen. Nur ihn musst du in Ruhe lassen. Und hier, ihr nehmt zu viel Raum. Das ist das Zweite, kleinerer Raum. Bei dir war es gut, bei euch beiden ist zu großer Raum. Das war super, ja? Kleiner Raum, ihr macht das auch gut hier. Auf kleinem Raum versuchen, das Ganze zu lösen. Und du bitte mit der Täuschung weiterarbeiten. Ich glaube, der wirft oft aufs Tor, gerne. Ja. So, los, jetzt kommt bestimmt ein Pass. Okay, und nächster. Ah, warten, da hinten ist gut, das muss er sehen. Auch eine Möglichkeit. Nächster. Komm, nächster. Aber die richtige Entscheidung. Hey, du hast das richtige... Stopp. Du hast aber das Richtige gespielt. Du hast genau gesehen, was er will und das hast du abgefatzt. So, nochmal für die Abwehrspieler. Zweimal Attacke. Einen Ball hast du geholt. Ja, genau so. So, und jetzt variieren. Was natürlich ganz schwierig ist. Ganz schwierig. Ball, nimm den Ball in die Hand, genau. Ist das. Das ist bei 2 gegen 1 ganz schwierig. Ja?
Für dich wird das ein bisschen problematisch, du musst dir was einfallen lassen. Aber hier hast du hast eine echte Chance. Also du musst auf jeden Fall irgendwie so arbeiten. Du musst auf jeden Fall, du bist Unterzahl. Wir haben verloren. Du bist Free Agent. Aber du musst es ja nicht einfach machen. Ja? Nicht zu, ihr habt verloren. Das heißt aber nicht, dass man sich damit abfinden muss. Wir haben, irgendwo ist ein Fehler passiert. Deswegen haben wir 2-1. Jetzt aktiv sein. Versuchen zu retten. Versuchen zu retten. So wie gerade. Das brauchen wir. Auf geht's. Das kann auch mal eine Attacke nach vorne sein. Ja? Ganz früh vor der Aktion schon dran zu sein. Nächster. Ja, und wenn, dann richtig. Und nicht so einen großen Raum hier. Ah, super abgesetzt. Gute Bewegung vom Kreisläufer. Genau. Es ist gut. Du kennst deinen Mann. Super. Ah. Komm, nächster. So, was wir jetzt vorbereiten, ist die Alternative im 2-2. Wir haben 2-2, normalerweise wird es so gelöst, Kreisläufer sperrt den Offensiven, hinten Mitte geht mit nach vorne, übernimmt den Rückraumspieler, offensiver Mann übernimmt den Kreisläufer, also ein Wechsel, Übergabe, Übernahme. Ja, so steht es im Buch. So. Gibt aber auch andere Möglichkeiten. Erstens natürlich die Option, dem Offensiven zu sagen, lass keine Sperre zu. Jugo 3-2-1. Ja? Du musst den Sperren ausweichen. Klappt trotzdem nicht immer. Abwehr ist Krisenmanagement. Natürlich ist irgendwann mal die Situation da, dass so ein Block steht. So, wie lösen wir das jetzt? Und da geht es jetzt genau darum, was ich gerade zu den einzelnen Abwehrspielern gesagt habe. Wer kommt denn da? Wer kommt? Kommt dieser Spieler? Kommt dieser Spieler? Oder kommt dieser Spieler? Das ist ein Unterschied gewesen. Und damit muss ich spielen. Was kann der? Und in einer guten Vorbereitung von uns weiß der Spieler, was sein Gegenmann kann. Und weiß der Spieler auch, kriegt einen Job von euch, welchen Wurf wollen wir denn zulassen? Was wollen wir zulassen und was wollen wir verteidigen? Nächster! Ah, exzellenter Wurf, aber richtig so. Stopp! Ist einfach gut, hören wir auf. Wir spielen 3x2 gegen 2 mit einem Ball. 3x2 gegen 2 mit einem Ball. Das heißt, das ist dein Bereich oder euer Bereich. Ja? Ihr spielt hier 2 gegen 2. Ball kann weg, genau. Niemand überschreitet diese Linie, nicht du und du sowieso nicht und du auch nicht. Ja? Also ihr bleibt hier und ihr bleibt hier und ihr bleibt da drüben. 3x2 gegen 2. In diesem Raum will ich jetzt genau das sehen, was wir gerade eben gemacht haben, nur, dass wir keinen Airbody haben, sondern einen bisschen beweglichen Airbody. Keinen 100% Abwehrspieler. Lass uns mal langsam anfangen. Wir lassen die Sperre zu und dann kannst du gegen den Kreisläufer verteidigen. Und du, der Hintere, genau das, was gerade war, nur mit etwas mehr Unterstützung. Ein bisschen mehr Unterstützung als durch den Airbody. Keine Schubsereien, dass wir nicht in einen anderen Sektor kommen. Spielt sauber. Wenn das nicht hundertprozentig klar ist, Ball weiter. Ja, wenn es keine 1000% Chance ist, weiter, dann spielen wir da 2 gegen 2. Dann spielen wir da 2 gegen 2. Also Verantwortung für den Ball. Ja, nächster. Prima, nächster. Komm, Ball rein und starte. Komm, starte, da geht's los. Weiter. Stopp. So, das ist ein bisschen zu wenig jetzt. Der Block ist schwierig, wenn du so stehst. Ja? Versuch deine Breite zu nutzen. Offensivverteidiger dürfen jetzt ausweichen, der Sperre ausweichen, dass ihr davor steht. Wenn keine Sperre steht, passen.
So, das wollen wir jetzt lösen, Jungs. Jetzt versucht doch mal einen anderen Weg zu finden. Wo ist die Sperre? Passen! Passen! Da ist nichts passiert. Komm, passen! Nächster, passen! Kannst sofort wieder spielen. Kannst sofort wieder spielen. Passen! Nichts passiert. Jawohl. Gut, passen. Ah, gut. Nochmal Ball rein. Schau mal. Was mir so ein bisschen fehlt, so kleine Information vielleicht, ne? Ob die Sperre jetzt links oder rechts kommt, wäre ganz gut zu wissen. Bisschen Information nach vorne, das ist das eine. Das zweite ist, nochmal variabel arbeiten. Wir haben jetzt immer das gelöst mit Übergabe, Übernahme. Immer Übergabe, Übernahme. Sein Spieler geht hierher, du gehst raus. So, was auch möglich ist, hier versuchen auszuweichen und dann dort trotzdem defensiv zu bleiben. Was habe ich denn für einen Spieler? Da ist mit defensiv bleiben ein bisschen schwierig vielleicht. Hier kann man das mal machen. Hier weiß ich es gar nicht so genau. Ja, was habe ich für einen Spieler da stehen? Komm, auf geht's. Bitte die Bälle da raus, die zwei Bälle weg. Die zwei Bälle da weg. Gut, gut. Ja, den Sektor nicht verlassen, dann passen. Wenn es nicht geht, passen. Wenn es nicht geht, passen. Komm, nächster. Ah, schneller wechseln, sehr gut gespielt. Nächster Ball kommt rein. Komm, los geht's. Was ist jetzt mit der Abwehr? Was ist jetzt mit der Abwehr? Komm! Versuchen, in den Passweg zu kommen. Gut, prima. Nächster. Ah, schon den Sektor hier noch ein bisschen respektieren, ja? Ein bisschen den Sektor respektieren. Ball rein. Prima. Nächster. Ball rein. Komm. Sektor. Sektor ist da, wo der Pommes ist. Da ist er zu Ende. Super. Pass, pass, pass. Letzter Turn. Ah, Sektor. Bleibt im Sektor, Jungs. Ich will, dass die hinten mit der Verteidiger variieren. Das war gut. Hey, das war gut. Wenn du jetzt noch abspringen kannst, dann hast du es. Aber die Finte war gut. Gut, da passiert nichts. Gut. Wo sind die Sperren? Wo sind die Sperren? Ah, okay, die beiden Jungs sind gut da drüben. Nochmal ein Ball. Letzter Ball, komm. Prima! Ball, Ball, Ball! Komm, komm, nimm den Ball! Nicht zu viel, nicht zu viel, nicht zu viel. War erfolgreich. Sektor verlassen.